dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde des geistigen Daseins und solche, die es werden wollen, willkommen auf dem Gleichsatzkanal. Ich bin wie immer euer Lokführer Hannibal. Am Start ist die Folge 59. Ich wiederhole definitiv die Folge 59 in der munteren Philosophentrilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Und es geht wie immer weiter mit der nächsten Nummer. Und zwar ist es die Nummer 286, ein Zitat aus den gesammelten Aufsätzen von gesammelten Aufsätzen zur Wissenschaftslehre von Max, dem Weber. Eine oft gelesene, gern gelesene, zu Recht gelesene Sammlung seiner Aufsätze mit darunter spektakuläre Arbeiten, die seinerzeit für einiges Aufsehen erregt haben. Bei Max Weber heißt es da, in den naturwissenschaftlichen Disziplinen nun war der praktische Wert, Gesichtspunkt des unmittelbar technisch Nützlichen, von Anfang an mit der Erbteil der Antike überkommenen und weiterentwickelten Hoffnung eng verbunden auf dem Weg der generalisierenden Abstraktion und der Analyse des Empirischen auf gesetzliche Zusammenhänge hin zu einer rein objektiven, das heißt hier von allen individuellen Zufälligkeiten befreiten, monistischen Erkenntnis der gesamten Wirklichkeit in Gestalt eines Begriffssystems, immer noch ein Satz von metaphysischer Geltung und von mathematischer Form zu gelangen. Also nochmal mit den entsprechenden Haltepunkten. Ein Erbteil der Antike ist das technisch Nützliche der naturwissenschaftlichen Disziplinen. Und dann gibt es eine Hoffnung, auf dem Weg der generalisierenden Abstraktion dürfte mittlerweile auch kein Geheimnis mehr sein, was das sein soll, die generalisierende Abstraktion. Ist jetzt an der Stelle nicht angebracht, das nochmal zu wiederholen. Und der Analyse des Empirischen auf gesetzliche Zusammenhänge hin zu einer objektiven, das heißt von allen individuellen Zufälligkeiten befreiten, monistischen Monismus, das ist die Einheitslehre, also nur eins, eine Erkenntnis, einheitliche Erkenntnis, sage ich mal, der gesamten Wirklichkeit in Gestalt eines Begriffssystems von metaphysischer Geltung und mathematischer Form. Das ist jetzt grob gesagt eine Darstellung des üblichen Rationalismus, wo man ausgeht, dass das, was hier individuelle Zufälligkeiten genannt wird, etwas ist, wovon man sich befreien kann, soll, um diese technische Nützlichkeit, um dieser technischen Nützlichkeit wegen. Aber dann wird gleichzeitig gehofft, die gesamte Wirklichkeit in ein Begriffssystem einzugliedern mit metaphysischer Geltung, was immer das sein soll. Da glaubt halt jemand, dass das so ist und nicht anders. Geltung heißt im Grunde genommen Anerkennung, wenn es jetzt nicht etwas ist, das von irgendeiner Autorität erzwungen wird, und von mathematischer Form, sprich Anlehnung an die schiere
Widerspruchsfreiheit, die in der Mathematik aufgrund selbstgesetzter Anfangspunkte hier vorhanden ist. Das ist die Beschreibung der klassischen, des Gangs der Dinge seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch noch, nicht nur 19. Jahrhundert. Und jetzt komme ich doch nochmal auf die generalisierende Abstraktion zurück. Diese generalisierende Abstraktion funktioniert so, dass dass zuerst einmal ein grundsätzlicher Unterschied besteht zwischen den Dingen und den Worten, weil, wie in der letzten Folge gelernt, sage ich mal, man keine Schweine im Kopf hat und Kokosnüsse, wenn man an Schweine und Kokosnüsse denkt. Also hier ein Unterschied besteht. Und die Abstraktion jetzt, das Absehen, was nichts anderes heißt als das Absehen oder mit Mackensen das Ignorieren aller Merkmale, die jetzt nicht diesem Wunsch nach Generalisierung, also Allgemeinheit, nachkommen oder dem entsprechen. So dass das Augenmerk nur auf das Nützliche gerichtet ist und was dann das Fatale ist, alles andere, was nicht dieser Nützlichkeit entspricht, entweder als individuelle Zufälligkeit marginalisiert wird oder überhaupt nicht existiert. Und das ist eine Überschätzung oder Idealisierung oder eigentlich nur eine Borniertheit zu glauben, dieser nicht rationalisierte oder objektivierte Teil hätte keine Auswirkungen oder wäre keine Aufmerksamkeit wert. Also diese totalitäre Sicht im Grunde genommen auf das Nützliche, die notwendigerweise einseitig ist, wo dann die Nützlichkeit so weit getrieben wird, dass Dinge produziert werden, die kein Mensch mehr auf dieser Welt jemals verbrauchen kann. Und das, was alles auf der Müllhalde landet. Nicht nur die Lebensmittel, sondern jede Menge andere Produkte, die einfach ins Blaue hinein produziert werden, ohne Abnehmer zu haben. Das ist ein fataler Fehler in dieser Einseitigkeit, dieser Nützlichkeit, die letztlich auf sowas hinausläuft wie die Idee vom Unkraut, wie das noch in den, noch nicht so lange her, 50 Jahre, wenn überhaupt, wo man bestimmte Gewächse als Unkraut bezeichnet hat und die einfach aus den jeweiligen Gärten da entfernt hat. Ohne darauf zu achten, dass vielleicht bestimmte Insekten diese Pflanzen für was weiß ich gebrauchen. Dieses Bewusstsein, das ist alles erst später gekommen, als dann ganz andere Angelegenheiten, da wurde dann von Nachhaltigkeit und Pipapo geredet, aber vorher war das überhaupt kein Thema, weil die Ideen und auch die Nützlichkeit in einer ganz anderen Richtung war. Damals hat man geglaubt, das spielt alles keine Rolle, was heute als Fehler begriffen wird. Und was heute als nützlich oder richtig und oder was weiß ich jetzt betrachtet wird, es kann
oder wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dann in, was weiß ich, 2030, mittlerweile geht es ja immer schneller, wieder als falsche Entscheidung oder kurzsichtige, nicht ja, nachhaltig ist der Modebegriff. Und das, wovon hier die Rede ist, diese Wege der generalisierenden Abstraktion, diese ganze Geschichte, was hier zwar auch angesprochen wird, die Nützlichkeit, mit sowas wie einer Objektivität zu verknüpfen oder mit einem Wissen oder einer Erkenntnis oder sogar einer Wahrheit, das ist der Fehler, der wahrscheinlich in einiger Zeit dann, schätze mal hier, diese Trilogie wird im Jahre 2090, 2094 wieder ausgegraben werden, wo man dann feststellt, dass hier ein früher Prophet vorhergesagt hat, wie es einmal sein wird, dass die logische Objektivität ein Irrtum ist und alles, was auf der Basis dieser Objektivität oder Wertfreiheit begründet wird, ist fehlerhaft. Und da dürfen Sie mir glauben, ihr mir glauben, dass es ist einiges, was da bei einer nochmaligen Analyse unter diesem Gesichtspunkt, das mit Objektivität und logischer Allgemeingültigkeit nicht zu wollen ist, da ist einiges, was da revidiert und neu fundiert werden muss. Überhaupt der Begriff der Geltung, wie Geltung zustande kommt und wie löcherig, sage ich mal, die bisherige Geltungstheorie ist in Bezug auf irgendeine Bevölkerung, wo dann die Wahlstimmen eine Geltung haben, die zu einer Legitimation von Politikerklasse, sage ich mal, dient, wo die Verbindungen zur Repräsentation eines Wollens, eines subjektiven Wollens auf der anderen Seite der Abstraktionsleiter oder eines Repräsentation eines Interesses durchaus fragwürdig ist. Also die Fälle, wo ganz konkret ein Wähler gesagt hat, ich will dieses und jenes, und ein Politiker hat das versprochen und es ist dann tatsächlich passiert. Das lässt sich oder ist jetzt im Vergleich zu dem, zu den Fällen, wo das nicht passiert ist, in einer verschwindend geringen Anzahl. Aber so etwas scheint keiner Kritik würdig. Das ist dann dem Geschäft geschuldet. So funktioniert Politik nun mal. Und was weiß ich, was da alles für Gefasel im Umlauf ist. Nun, von Max Weber zu Alois Riehl, einem Neukantianer, Kritiker. Kritizismus, Bücher über Kritizismus geschrieben. Da heißt es in seiner Einführung die Philosophie der Gegenwart vom Jahr 1919, nicht der Wille ist uns gegeben, Wille ist ein Abstraktum, wir kennen nur Akte des Wollens. Und von jedem dieser Akte erfahren wir, dass er von einer Vorstellung abhängig ist, die wir als sein Motiv bezeichnen. Wie oder wodurch er aber von seinem Motiv überhaupt abhängt, das ist uns genauso bekannt oder unbekannt, als es uns bekannt und zugleich unbekannt ist, wie eine Bewegung von einer anderen abhängt.
Also um jetzt nochmal auf das Wahlverfahren zurückzukommen und die Willensübertragung Wählerstimme, da ist ja auch vom Wählerwillen die Rede. Und dieser Wählerwille, der ist so vollkommen unanalysiert, wird als Selbstverständlichkeit betrachtet, was auch schon eigentlich schon wieder ein Unding ist. Überhaupt funktioniert die bestehende Welt, die gegenwärtigen Verhältnisse auf einer Basis der Dummheit, auf der Basis eines ganz bestimmten geistigen Niveaus, das nicht allzu hoch ist. Und von dieser Masse ausgehend, in Bezug auf diese Masse mehr oder weniger naiver und unbedarfter Gemüter, werden die politischen Rechtfertigungen zusammengezimmert, von denen nur wenige dann kritisiert werden, angezweifelt werden, wo gestritten wird, wo es dann auch mal wo dann auch mal die Gerichte angerufen werden. Es sind äußerst wenige, aber das müssten eigentlich jede Menge sein, würden auch jede Menge sein, wenn nicht die Masse der Menschen in so etwas wie einem gesunden Vertrauen, in Anführungsstrichen möchte man sprechen, zur Obrigkeit sich verhalten würde. Der Wille ist ein Wort. Wille ist nur ein Wort, wie Johannes Marius Simmel. Liebe ist nur ein Wort. Sind alles nur Worte oder Namen mit einem anderen Wort bezeichnet, und deswegen handelt alles, was diese Namensgebung thematisiert, auch von einem Nominalismus. Es ist die geschichtlich überlieferte Bezeichnung für derartige Überlegungen. Also Wille ist nur ein Wort. Wir kennen nur Akte unseres Wollens. Also das Wort Wille ist sozusagen die Hülle, die Verallgemeinerung für die einzelnen Dinge, die wir tun, weil wir sie wollen oder weil ein Interesse besteht. Der Wille selber ohne einen Gegenstand des Wollens ist undenkbar oder funktioniert nur in der objektivistischen An-sich-Welt. Da wird dann von einem Willen an sich gesprochen, der an kein konkretes Subjekt gebunden ist. Das ist dann dieses entsubjektivierte Verfahren. Genauso wie es ein Bewusstsein nur der Begriff ist, als Sammelbezeichnung für alle die einzelnen Aufmerksamkeiten auf bestimmte Gegenstände. Also Bewusstsein ohne einen Gegenstand, der bewusst ist, ein Gegenstand des Bewusstseins ist auch ein Unding. Und so ist es wie mit Obst. Das Obst ist ein praktischer Begriff, um, wenn es jetzt nicht von Bedeutung ist, alle als Sammelname, um das in einem Satz zu bezeichnen, weil man eigentlich ganz was anderes sagen will, ist also nicht so wichtig und hat selbst keinen Existenzwert, also keinen konkreten Realitätswert. Und so ist es mit dem Willen auch. Also es zählen eigentlich nur die Akte des Wollens und das, was dann tatsächlich auch gemacht wird. Und deswegen ist auch die Differenzierung von Theorie und Praxis oder ja, die wollen viel, aber tun tut niemand was. Es ist kommt nur diese Vorstellung ist aus einem Willensbegriff, der so ein objektivistischer ist, der ohne diese Akte genauso gut funktioniert, anscheinend. Ja, und so lässt sich das weitertreiben bis in die Vorstellungen und
am Ende muss einem dann klar sein, dass alles dieses Bewegung, Motiv, Vorstellung, alles Begriffe sind, um irgendein Phänomen, das jetzt für naive Gemüter kein Phänomen ist, wie jetzt eine Bewegung, wie mein Wille jetzt das zustande bringt, dass ich meinen Arm bewege. Das ist nur dann nicht selbstverständlich, wenn man zum Beispiel in der Lage ist oder auf künstlichem Weg mit einem Roboter oder einer Maschine jetzt so eine Bewegung nachzuproduzieren. Dann wird erst klar, wie kompliziert das Ganze ist. Und so ist es mit allem. Die Welt, wie die meisten Menschen sie sehen, ist ein Wahngebilde, das nur deshalb so ist, wie sie es empfinden, weil kein größeres Interesse an einer erhöhten Genauigkeit oder einer gründlicheren Betrachtung einer reflektierteren Betrachtung besteht. Und wenn das wäre, dann würde das alles ganz, ganz anders ausschauen. Dann würden ganz andere Fragen entstehen. Und diese, sage ich mal, Ignoranz und diese Gelassenheit, die dann manche von diesen Alltagsmenschen, sage ich mal, finden, diese Ignoranz und eigentlich Borniertheit dann auch noch als so etwas wie ihre Gemütsruhe oder gar Seelenruhe oder es ist ein cooler Typ oder wie auch immer man diese eigentlich Uninteressiertheit an vielem, was bei kleinen Kindern undenkbar ist. Bis man ihnen das abgewöhnt, bis dann sich für irgendetwas zu interessieren, dann kompliziert wird und mit Schwierigkeiten verbunden ist und auch unter Umständen mit Herabsetzungen und also nicht angenehm, dann. Und deswegen lässt man das. Gut. Otto, 3 Minuten, 4 Minuten. Machen. Ich fange auf alle Fälle mal an. Schließlich liegt das Geheimnis, heißt es bei Ernst Topitsch, Zeitungsaufsatz. Schließlich liegt das Geheimnis des weltgeschichtlichen Erfolgs jener tautologischen Formeln und Zirkelschlüsse gerade in ihrer Leerheit, denn diese erlaubte es ihnen, jeden beliebigen weltanschaulichen Inhalt mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu unterlegen. Durch mehr als 2 Jahrtausende haben derartige Denkformen den verschiedensten Werten und Idealen, Zielen und Interessen gedient. Der griechische Weise und der römische Jurist, der katholische Scholastiker und der aufgeklärte Literat, der liberale Freihändler und der sozialistische Revolutionär haben jene altehrwürdige Begriffswelt benutzen können, um ihre Lehren als wahrhaft natürlich oder wahrhaft vernünftig hinzustellen und ihnen auf diese Weise den Anschein einer höheren Legitimation zu geben. Dazu kommt, dass sich solche Lehrformeln für alle Arten institutioneller Menschenführung besonders eignen. Sie erwecken zumal bei den Geführten den Eindruck unerschütterlicher Stetigkeit der obersten Grundsätze, während sie die lenkenden Autoritäten bei ihren konkreten Entscheidungen in keiner Weise behindern. Also so läuft das Geschäft. Von Alters her, immer schon. Es sind
zu Formulierungen, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Und das war schon immer so und ist auch heute noch so. Und genau das ist auch das, wogegen Widerstand leisten ist. Das ist der Stoff, aus dem die Kritik geschmiedet ist, sage ich mal. Und wenn irgendeine Generation mal nicht wissen sollte, wogegen sie zu sein hat, dann braucht sie nur all diese Begriffe abzuklopfen, mit denen ein Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben wird. Alle diese Denkformen, dazu müsste man sich bloß etwas mehr Gedanken machen, als das üblicherweise der Fall ist. Und schon stößt man auf jede Menge Ungereimtheiten. Noch und nöcher. Also wenn jetzt gerade die Rede ist, dass die heutige Jugend nichts mehr zu rebellieren hat, weil sie aufgewachsen ist, ihre Eltern, Nachkommen der anti-autoritären 68er-Bewegung, und die wissen gar nicht mehr, wogegen sie rebellieren sollen. Das ist alles nicht der Fall. Die Dummheit ist der Grund, weswegen diese Jugendlichen keinen Grund finden, aufzubegehren. Nichts als Dummheit. Und man hat sie ruhig gestellt auf irgendwelche Gewohnheiten, getrimmt, ihnen ein Leben bereitet, das ihnen anscheinend lebenswert erscheint, weil die Eltern ja auch kein anderes Vorbild darstellen, als eben resignierte Idealisten zu sein. Und deswegen fehlt ihnen vollkommen der Bezug zu etwas, wie es noch besser sein könnte, als es gegenwärtig schon der Fall ist. Das ist der alleinige Grund, und ich bin auch mit dem Topic durch, das müsste reichen. Wer will, der kann dann nochmal nachlesen. Der Link ist in der Beschreibung. Ich markiere mir hier die Nummer 289 für das nächste Mal und verabschiede die Folge 59 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik mit einem pfiffigen Peace und Out.